Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Anne Gellinek. Guten Abend. An einem Abend mit einem winzigen Hoffnungsstrahl. Vor 3 Stunden kam die Meldung, dass die Hamas 2 verschleppte amerikanische Geiseln aus dem Gazastreifen freigelassen hat. Vermittelt offenbar mit Hilfe von Katar. 2 von über 200 allerdings nur. Und es bleibt unklar, wie es den vielen anderen Entführten geht. Gleichzeitig laufen offenbar die Vorbereitungen für eine israelische Bodenoffensive weiter. Außerdem ließ die Armee heute die Stadt Kiryat Shmona an der Grenze zum Libanon räumen. Luc Walpott berichtet aus Tel Aviv. Die Tafel zum Schabbat ist gerichtet, aber die 200 Stühle bleiben leer. In Tel Aviv warten die Familien der vielen Geiseln in der Hand der Hamas, darunter 20 Kinder und Jugendliche, auf Nachrichten, zwischen Hoffen und Bangen. Wie Ayelet Saberano, die ihren Sohn Jonathan vermisst. Die Mehrheit der Entführten sei am Leben, meldete die Armee heute. Wir hoffen, dass er lebt. Und natürlich wollen wir ihn zurück. Wir wollen, dass er freikommt, zusammen mit all den anderen Kindern und Eltern. Am Abend die überraschende Einmeldung im Fernsehen. Hamas soll eine amerikanische Mutter und ihre Tochter Judith und Natalie Ra'anan freigelassen haben. Die Geiseln seien in Sicherheit, bestätigt die Armee. Die Regierung, die Armee und alle Sicherheitskräfte Israels werden weiter alle Wege nutzen, um die Entführten zu finden und nach Hause zu bringen. Israels Armee bereitet unterdessen weiter mit Luftangriffen im Gazastreifen eine mögliche Bodenoffensive vor. Dabei wurde auch ein Kirchengebäude in Gaza-Stadt getroffen. Nach palästinensischen Angaben kamen 17 Menschen ums Leben. Die Armee räumte ein Teil der Kirche sei beim Angriff auf ein Hamas-Kommandozentrum beschädigt worden. Militärisch angespannt auch die Lage im Norden Israels. Die libanesische Terrororganisation Hisbollah liefert sich hier seit Tagen Feuergefechte mit der israelischen Armee. Israel rief die Bewohner entlang der Grenze auf, sich in Sicherheit zu bringen. Ich habe Todesangst. Ich bin alleinerziehend und ich wurde noch nicht evakuiert. Ich warte seit 3 Tagen. Ich habe Todesangst. Verhindern, dass sich der Konflikt ausweitet, eines der Anliegen von Außenministerin Baerbock, gestern in Amman, heute in Tel Aviv, bevor sie nach Beirut und Kairo weiterreist. Wir alle wollen verhindern, dass die ganze Region ins Chaos stürzt. Deshalb bin ich ganz klar an all diesen Orten in meinen Botschaften. Hisbollah darf den Libanon nicht mit in diesen Konflikt hineinziehen. An der Grenze zu Ägypten warteten unterdessen auch heute Hunderttausende Flüchtlinge im Gazastreifen auf die dringend benötigte Hilfe. Vergeblich. Auch UN-Generalsekretär Guterres, persönlich angereist, konnte noch keinen Durchbruch erzielen. Diese Lastwagen sind eine Lebensader. Sie sind der Unterschied zwischen Leben und Tod für so viele Menschen in Gaza. Morgen, so heißt es, könnte bei einer Gipfelkonferenz in Kairo die Öffnung der Grenze für Hilfsgüter verkündet werden. Und aus Israel ist uns auch heute Abend unser Korrespondent Michael Beverunge zugeschaltet. Michael, die Meldung von der Freilassung 2 amerikanischer Geiseln, die macht Hoffnung heute Abend auch für die anderen Geiseln? Mit aller Vorsicht gesprochen, möglicherweise ja, denn es scheinen die Dinge in Bewegung zu geraten. Da ist zum einen die Tatsache, dass überhaupt die Freilassung von 2 Geiseln erreicht werden konnte, offenbar auf Vermittlung Katars. Katar sagt, es werde weiter daran arbeiten, auch alle anderen zivilen Geiseln, also nicht die Soldaten, zu befreien. Dann gibt es gerade die erstaunliche Meldung, dass auch die Hamas sagt, wir sind verhandlungsbereit, allerdings unter bestimmten Bedingungen, unter der Einhaltung bestimmter Sicherheitsbedingungen. Was damit gemeint ist, ist noch unklar. Dann gibt es die Konferenz morgen in Kairo, wo viele Staats- und Regierungschefs und viele Vertreter anderer Staaten zusammenkommen. Es ist zu hören, dass viele Staaten Druck auf Israel ausüben, die anstehende Bodenoffensive zumindest weiter noch zu verschieben. Das würde Raum für Verhandlungen öffnen, um weitere Geiseln zu befreien. Allerdings ganz aufhalten lassen wird sich diese Bodenoffensive insgesamt nicht.
Nach einer Umfrage von heute sind fast 2/3 aller Israelis dafür, dass diese Bodenoffensive durchgeführt wird. Also heute Abend vorsichtige Hoffnungsschimmer. Danke, Michael, nach Israel. Noch vor ein paar Wochen gingen Hunderttausende Israelis fast jedes Wochenende auf die Straße, um gegen die sogenannte Justizreform von Premierminister Netanyahu zu protestieren. Nach dem Terror der Hamas ist diese Auseinandersetzung in den Hintergrund getreten. Aber die WhatsApp-Gruppen, in denen sich die Protestler organisiert hatten, die gibt es immer noch. Und sind jetzt kurzerhand umfunktioniert worden zu einem Netzwerk von Helfern. Freiwillige unterstützen Menschen, die ihr Zuhause verlassen mussten, besorgen Lebensmittel und melken manchmal sogar Kühe, wenn es nötig ist. Die Solidarität ist riesig. Alisa Jung hat eine Helferin begleitet. Sie ist unterwegs im Westen von Tel Aviv. Iris Ginsburg kümmert sich um geflüchtete Israelis. Wir fahren jetzt nach Tel HaShomer. Das ist die nächste Nachbarschaft zu Israels größtem Krankenhaus. Denn in der Familie, die dort in einer Wohnung untergebracht ist, ist die Mutter schwanger im 9. Monat. Deshalb haben wir sie dort untergebracht. Ein Plüschhund für die Kinder, ein Wasserkocher. Iris bringt vorbei, was Familie Bar zurücklassen musste. Sie sind geflohen aus Netivot. Nur 2 Orte weiter hat die Hamas im Kibbutz Beeri etliche Menschen getötet und entführt. Die Kinder sind unter den Tisch gekrochen. Eines meiner Kinder hatte so Angst, dass sie am Tag des Angriffs nichts gegessen hat. Und auch mehrere Tage danach nicht. Sobald sie konnten, stiegen sie ins Auto und verließen ihr Zuhause. Als wir gefahren sind, habe ich immer auf der Straße hin und her geschaut. Ich hatte so Angst. Ich bin schwanger und habe es in meinem Bauch gespürt. Ich war nervös. Es war sehr schwer. Iris Ginsburg und ihre Nachbarn haben Patenschaften für die neu ankommenden Familien gebildet, sammeln hier alles, was man braucht. Von Lebensmitteln bis Babydecken für die geflüchteten Menschen aus dem Süden und Norden Israels. Und vermitteln sie in leerstehende Wohnungen. Vor 1,5 Wochen konnten wir uns nicht vorstellen, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt bereits für 40 Familien eine Bleibe gefunden haben würden. In der ganzen Stadt sind private Hilfsinitiativen entstanden. 15.000 Freiwillige organisieren hier auf dem Messegelände Nothilfe für ganz Israel. Die Leute flüchteten von deren Häusern und die hatten keine Möglichkeit, irgendetwas mitzunehmen. Wann und ob die Familien wieder zurückkehren können, ist unklar. Ich glaube nicht, dass es aufhört. Sie hofft trotzdem auf etwas Ruhe für die Kinder und ihr Baby. Wenn es überhaupt Gewinner gibt in diesem Konflikt, dann sitzen sie in Moskau und in Teheran. In Moskau, weil die Aufmerksamkeit gerade vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine abgelenkt ist. Und in Teheran, weil die Mullahs die Terrorattacken der Hamas als deutliches Zeichen für das, Zitat, nahende Ende des Erzfeindes Israel sehen. Die Ayatollahs versorgen die Hamas mit Raketen und drohen unverhohlen auf Seiten der Terrororganisation in den Konflikt einzugreifen. Der Westen dagegen warnt Teheran seit Tagen vor dem Sprung auf das Trittbett des Terrors, wie Annalena Baerbock heute formulierte. Noch, so scheint es, haben die Mullahs nicht entschieden. Kamran Safjarian berichtet. Ein martialisches Propagandavideo der iranischen Revolutionsgarden. Es soll einen Angriff auf die israelische Atomanlage Dimona simulieren. Eine Blaupause auch für einen Krieg gegen Israel? Irans Außenminister bemühte sich zuletzt, seine Verbündeten gegen Israel einzuschwören. Syriens Machthaber Assad, Hezbollah-Chef Nasrallah und Hamas-Chef Haniyeh. Und er droht Israel offen.
Wenn die Kriegsverbrechen des kindertötenden Regimes Israels weitergehen, wird alles möglich sein. Die Führer des Widerstands haben mir deutlich klargemacht, dass sie jederzeit zu einem Krieg mit den zionistischen Besatzern bereit sind. Der Widerstand, damit sind Länder gemeint, mit denen Iran in seinem Hass gegen Israel Allianzen aufgebaut hat, schiitische Milizen im Irak, dem Assad-Regime in Syrien und der Hisbollah-Miliz im Libanon. Iran könnte so jederzeit Fronten gegen Israel aufmachen. Ich glaube, die Absicht des Iran in dieser Hinsicht ist es, eine mögliche Bodenoffensive der Israelis in Gaza abzuschrecken, mit Hilfe der Drohung, dass die Hisbollah intervenieren könnte, dass eine oder mehrere weitere Fronten aufgemacht werden gegen Israel. Und die Frage ist, ob man letztendlich der Hisbollah den Befehl erteilt, einzugreifen, sollten die Israelis ihre Bodenoffensive auch wirklich starten. Dann droht Israel größte Gefahr durch den unmittelbaren Nachbar, der Hisbollah-Miliz im Libanon und ihrem Waffenarsenal. Sollte es zu einer Intervention der Hisbollah kommen, dann hätte das schwerwiegende Konsequenzen für Israel. Es würde sich zu einem Zwei-Fronten-Krieg ausweiten mit einer Gruppierung, die deutlich, deutlich stärker ist als die Hamas. Man geht davon aus, dass Hisbollah bis zu 150.000 oder sogar 200.000 Raketen besitzt, darunter Antischiffsraketen, Raketen mit Präzisionssteuerung, die gezielt militärische Ziele und kritische Infrastruktur in Israel angreifen könnten. Ein Szenario, für das die USA bereits Flugzeugträger in die Region entsandt haben. Dennoch, Israel ist geschwächt, seine Allianz mit Irans Rivalen Saudi-Arabien liegt auf Eis. Iran kann seine Vormachtstellung am Golf ausbauen und auch seine Bombenpläne weiterentwickeln. Außenpolitisch hat Iran in den letzten Monaten von der Weltlage profitiert. Insgesamt würde ich argumentieren, dass sich die strategische Position der Iraner verbessert hat. Die große Frage ist jetzt, ob sie die neue Weltlage dazu nutzen, sich atomar zu bewaffnen oder nicht. Atomwaffen in den Händen der Mullahs, es wäre ein Albtraum für Israel und für die ganze Region. Bundespräsident Steinmeier traf sich heute mit Angehörigen von Menschen, die von den Hamas-Terroristen in den Gazastreifen verschleppt wurden. Die deutsche Regierung setze sich mit aller Kraft für deren Freilassung ein, versprach er den Familien der Geiseln und appellierte an alle Deutschen, jüdisches Leben zu schützen sei Bürgerpflicht. Die Innenministerin präsentierte passend dazu Zahlen zu antisemitischen Vorfällen. Und damit beginnen die Nachrichten von Heinz Wolf. Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel sind in Deutschland nach vorläufigen Zahlen bislang mehr als 1.100 Straftaten in diesem Kontext registriert worden. Bundesinnenministerin Faeser sagte, es gebe keinerlei Toleranz für antisemitische und israelfeindliche Hetze und keinerlei Toleranz für Gewalt. Alle polizeilichen Möglichkeiten müssten genutzt und hart eingeschritten werden, wenn der Terror der Hamas verherrlicht werde. Der Bundesrat hat Israel seine volle Solidarität zugesichert. Die Angriffe der Hamas verurteilten die Länder als Akt der Barbarei und des Terrors. Mit einer Schweigeminute zu Beginn hat der Bundesrat an die Opfer der Angriffe erinnert. An der Sitzung nahm auch der israelische Botschafter Ron Prosor teil. Der Bundesrat hat heute auch eine Reihe von Beschlüssen gefasst. So sollen Bürgergeld und Sozialhilfe, wie in einer Verordnung der Bundesregierung vorgesehen, um rund 12% erhöht werden. Ab dem kommenden Jahr sollen demnach etwa Alleinstehende 563 Euro im Monat erhalten, 61 mehr als bisher. Die ungewöhnlich hohe Steigerung ist auf die derzeitige Inflation und steigende Nettolöhne zurückzuführen, die in die Berechnung mit einfließen. Bundestag und Bundesrat haben auch mehrere Reformen im Verkehrssektor verabschiedet. Die Lkw-Maut wird neu gestaltet. Ab Dezember wird erstmals der CO2-Ausstoß berücksichtigt. Ab Juli 2024 wird die Maut für Lastwagen ab mehr als 3,5 statt wie bisher 7,5 Tonnen gelten. Die zusätzlichen Mittel sind fürs Fernstraßen- und fürs Schienennetz vorgesehen. Und gleichzeitig sollen Planungsverfahren und Genehmigungen für neue Projekte deutlich vereinfacht werden. Die Regierung ist ganz schön gerupft worden in den Landtagswahlen von Hessen und Bayern vor 2 Wochen. Die Ampelparteien versuchten sich danach in Demut, einige mehr, andere weniger. FDP-Chef Lindner kündigte an, die Regierungsarbeit kritisch prüfen zu wollen. Zum Beispiel heute Nachmittag im Koalitionsausschuss.
Da saßen die Ampelchefs und die Fraktionsspitzen mit dem Kanzler zusammen. Die Themenliste überlang. Flüchtlingspolitik und ihre Finanzierung, Streit über einen verbilligten Strompreis für die Industrie und dann ist da noch der Nahostkonflikt. Dass die Ampel weniger streiten und mehr liefern muss, unterstreichen auch die frischen Zahlen des ZDF-Politbarometers. Demnach verlieren alle drei Regierungsparteien an Zustimmung. SPD minus 2% auf 15, Grüne minus 2 auf 14 und die FDP minus 1 auf 5%. Profitieren kann davon die Union, 4% plus auf 30%. Würde diesen Sonntag also gewählt, wäre die Ampelmehrheit futsch. Der Druck auf die Koalition wächst. Theo Koll in Berlin hat das Treffen der Ampelaner für uns beobachtet. Theo, angesichts der Umfragewerte müsste die Koalition sich doch jetzt mal richtig zusammenraufen. Welche Anzeichen gibt es dafür, dass das diesmal klappt? Also Anzeichen dafür, dass es klappt, wäre wahrscheinlich verwegen zu sagen. Aber Anzeichen dafür, dass man es versucht, das ja. Das heutige Koalitionsgespräch bezeichneten Teilnehmer eben als intensiv und ernsthaft. Man hatte sich in diesem Kreis ja immerhin 3 Monate nicht gesehen und zuletzt hatte der FDP-Generalsekretär die Grünen als Sicherheitsrisiko fürs Land bezeichnet. Das Kreisen der so gescholtenen Grünen jedenfalls wurde positiv vermerkt, dass sich trotz der ja auch für die FDP schwierigen Landtagswahlergebnisse die Tonlage offensichtlich deutlich verbessert hat. Heute Abend, so ist zu hören, wurde dann neben Nahost vor allem über die vom Wähler empfundenen Ampeldefizite gesprochen, also Migration und die wirtschaftliche Lage. Und bei letzterem sucht die Ampel nach Antworten für eine Trendwende. Das klingt nach, wir wollen uns bemühen, aber viel mehr war es auch noch nicht. Und ist man sich denn inhaltlich bei der Frage Flüchtlingspolitik und deren Finanzierung irgendwie näher gekommen? Also auf das Weitergekommen und Nähergekommen gibt zwei ganz klare Perspektiven, unterschiedliche Perspektiven. Die eine, die der Parteien besagt, dass man dem Kanzler jetzt Beinfreiheit zugestanden habe, um bei der Zuwanderung ein Paket zu verhandeln und zu Ende zu schnüren. Die Sicht des Kanzleramts, die scheint eher zu sein, dass Olaf Scholz sich nach den problematischen Landtagswahlergebnissen die Beinfreiheit selbst genommen hat und die anderen sich jetzt quasi hinter den Zug werfen. Wie dem auch sei, der Kanzler hat heute in der neuen Ausgabe des Spiegel sehr deutliche Töne zur Zuwanderung gewählt. Er sagt, wir müssen endlich im großen Stil abschieben. Und er sagt, es kommen zu viele. Also, der Ton ist deutlich schärfer geworden. Wenn man sich aber die Maßnahmen anschaut, die er im Interview anführt, dann sind die alle schon bekannt und werden die Lage kurzfristig nicht verändern. Aber Olaf Scholz hat mit dem Satz, wir müssen endlich im großen Stil abschieben, jetzt Erwartungen geweckt, an denen wird man ihn künftig messen können. Danke, Theo, mit dem Kanzler und der Beinfreiheit und den neuen Tönen in unser Hauptstadtstudio nach Berlin. Und wir machen hier weiter mit den Nachrichten, zunächst aus der Wirtschaft, und die hat Heinz Wolf. Das Statistische Bundesamt verzeichnet einen Rekordrückgang bei den Erzeugerpreisen gewerblicher Produkte. Sie fielen im September im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich 14,7%. Und das führt zur Frage an Frank Bethmann, was sich daraus ablesen lässt, wie es mit der Inflation weitergeht. Das sind grundsätzlich gute Nachrichten. Der Preisdruck lässt weiter nach und das dürfte sich in den kommenden Wochen und Monaten fortsetzen. Denn auf breiter Front fallen die Preise noch längst nicht. Vor allem die Energiepreise, also die für Strom, Heizöl, Gas und Sprit, haben auf Jahressicht bereits deutlich nachgegeben. Teurer als vor einem Jahr aber bleiben beispielsweise Nahrungsmittel. Besonders bei Zucker, verarbeiteten Kartoffeln oder Obst- und Gemüseerzeugnissen warten die Konsumenten noch darauf, dass es wieder billiger wird. Die Erzeugerpreise haben vor allem deswegen eine wichtige Signalwirkung, weil sie frühzeitig anzeigen, wie sich die Preise an der Ladentheke entwickeln könnten, muss man sagen. Denn selten werden die Preissenkungen 1:1 an die Verbraucher weitergegeben. Und noch etwas dämpft die Euphorie. Ein Risiko für den Inflationsausblick bleibt allerdings der Krieg in Nahost, sagt Sebastian Dullien vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung IMK. Sollte sich der Konflikt auf die Erdölländer ausweiten, dann dürften die Ölpreise umgehend nach oben schießen und die Teuerung wieder anfachen. Auch der DAX bleibt vorsichtig und schließt auf dem tiefsten Stand seit 7 Monaten. Frank Bethmann, vielen Dank. Gerne.
Es gibt aktuelle Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Gewarnt wird vor orkanartigen Böen in Teilen von Schleswig-Holstein. Und damit kommen wir auch zur Hochwassersituation an der Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Dort sorgt seit dem Morgen eine Sturmflut unter anderem für überflutete Straßen und umgestürzte Bäume. Mindestens ein Mensch kam ums Leben. Besonders betroffen sind die Küstenstreifen Schleswig-Holsteins. Wie hier in Kiel peitschten hohe Wellen an und über die Ufer. Bis in die Nacht könnten die Wasserstände weiter steigen. In Flensburg wurden am Abend 2,22 Meter über mittlerem Hochwasser und damit der höchste Wasserstand seit mehr als 100 Jahren erreicht. Kann man aus der Geschichte eines Mitläufers in der Nazizeit, eines Filmregisseurs, der zur falschen Zeit aus Hollywood nach Deutschland kommt, kann man daraus einen Roman machen, der schwer und gleichzeitig brüllend komisch ist? Man kann, wenn man Daniel Killmann heißt. Sein neues Buch Lichtspiel erzählt das Leben des in den 20er Jahren weltberühmten Regisseurs Georg Wilhelm Pabst anhand von wahren und von erfundenen Begebenheiten. Ein Künstler, der vom Immigranten zum Handlanger der Nazis wird. Unser Kritiker Claudio Armbruster findet, dieser Roman ist großes Kino. So oft ist auch alles eine Frage der Perspektive. Und er entscheidet sich gern für die ungewöhnliche. Wir treffen Daniel Killmann im Berliner Museum für Film und Fernsehen. Denn in seinem neuen Roman geht es um den deutschen Film im Nationalsozialismus. Schwerer Stoff also. Und er verspürt, wie so oft bei zu großem Ernst, die Neigung zur Karikatur. Es gibt gar kein Thema, das so düster ist, dass man nicht davon mit einer gewissen Form von entweder leichtem, aber oder auch schon groteskem Humor erzählen kann. Man kann, glaube ich, ohne Humor Gedichte schreiben. Das meine ich jetzt nicht negativ oder vielleicht sogar Theaterstücke, aber erzählen ist immer ein Versuch, die Kompliziertheit der Dinge zu sehen, aber auch die Lächerlichkeit der Dinge, die groß und pathetisch wirken. Also das heißt, man kann auch vom Dritten Reich komisch erzählen. Das Dritte Reich war unendlich furchtbar, es war aber auch unendlich lächerlich. Und davon darf man erzählen, glaube ich. Lichtspiel heißt der Roman. Hauptfigur ist der deutsche Regisseur Georg Wilhelm Pabst, der 1925 Greta Garbo zum Weltstar machte. Mit seinem Film Die freudlose Gasse. Reale Figuren und Ereignisse also. Literarisch veredelt von Daniel Killmann. Da ist ein Bild, da sieht man ihn. Der Mann mit der etwas stärker gebaute Mann mit der Brille und der Halbglatze. Das war er. Er war mal ein sehr berühmter Regisseur. Er war einer der berühmtesten Stummfilmregisseure der Welt und hatte diese einzigartige, rätselhafte Geschichte. Pabst war in Hollywood als Emigrant. Er hat dort gearbeitet, er konnte Filme drehen und ist dann zurückgegangen ins Dritte Reich, ins Nazireich und hat für Goebbels Filme gedreht. Und das finde ich unendlich verwirrend, faszinierend und einfach erzählenswert. Nach seinen historischen Bestsellern Die Vermessung der Welt und Till erweckte also wieder die deutsche Vergangenheit zum Leben. 480 Seiten, prall gefüllt mit Wortwitz und vor allem aber einer fesselnden Geschichte. Bei seiner Rückkehr war er auf Verbrecher gefasst gewesen, auf verrohte Menschen und entkommene Nazis. Nicht gefasst gewesen war er auf all die verschmitzten Mädchen, die brillantine, feuchten Jungmänner, die verschrobenen Onkels und tief unlustigen Witzbolde, die auf einmal die deutschen Filme bevölkerten, als wäre das ganze Land wahnsinnig geworden. Überall verschwieg man es, aber in den Filmen sah man es unverstellt. Das wäre cool, wenn ihr das sendet. Na dann, senden wir das. Killmanns Lichtspiel ist ein, und das Wortspiel muss jetzt kommen, Lichtblick in diesem Bücherherbst. Und wir geben jetzt ab an Matthias Vornoff, der zum Beispiel weiß, was die Deutschen über die mögliche Bodenoffensive der israelischen Armee denken. Das ZDF-Politbarometer mit brandneuen Zahlen. Guten Abend, willkommen zum Politbarometer. Viele Ideen, große Pläne.
So sind SPD, Grüne und FDP vor knapp 2 Jahren ins Abenteuer Ampel gestartet. Olaf Scholz versprach, das Land zu modernisieren. Und dann endloser Streit, wenig Verlässlichkeit. Zu ungleich die Partner, zu häufig die Krisen. Die Unzufriedenheit mit dem schwierigen Dreierbündnis hat einen neuen Höchststand erreicht. Dass die Bundesregierung ihre Arbeit gut macht, finden nur noch 32%. Beinahe doppelt so viele sagen, die Ampel arbeitet schlecht. Würde eine unionsgeführte Regierung es besser machen? Ein knappes Drittel vermutet ja. 49% würden keinen Unterschied erwarten. Dass es dann schlechter liefe, sagen 15%. Trotzdem, von der Schwäche der Ampel profitiert die Union im Vergleich zu unserer letzten Umfrage, die noch vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen lag, deutlich. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die SPD auf 15% minus 2. CDU, CSU 30 plus 4 deutlich stärker. Die Grünen 14 minus 2, FDP 5 minus 1, AfD 21, die Linke 5, Freie Wähler 3%, alle drei unverändert. Für SPD und Grüne ihre schlechtesten Werte seit Regierungsantritt. Die Ampel käme nur noch auf ein Drittel der Stimmen. Damit wären nur noch Dreierbündnisse unter Führung der CDU-CSU möglich und politisch denkbar. Schauen wir auf unsere Top 10, also die Bewertung der 10 wichtigsten Politikerinnen und Politiker nach Sympathie und Leistung. Die negativ bewertete Regierungsarbeit schlägt auch hier durch. Die Protagonisten der Ampel rutschen ab, die Köpfe der Union steigen auf. Auf der Skala von plus 5 bis minus 5 ist Alice Weidel Schlusslicht, minus 2,4, verbessert. Vorletzte Sarah Wagenknecht, minus 1,1, etwas besser. Robert Habeck, Annalena Baerbock, Christian Lindner, jeweils minus 0,5. Karl Lauterbach, minus 0,4, alle deutlich schlechter. Davor Friedrich Merz, minus 0,3, deutlich verbessert. Olaf Scholz, minus 0,2, büßt stark ein. Markus Söder, 0,1, deutlich verbessert. Und mit Abstand vorn weiterhin Boris Pistorius, 1,6, verschlechtert. Auch wenn die Union die Kanzlerkandidatenfrage erst nächsten Spätsommer beantworten will, erste Diskussionen und Rangeleien sind schon da. Größte Chance auf ein gutes Bundestagswahlergebnis hätte die CDU-CSU mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, sagen 31% der Unionsanhänger. 27% trauen das Hendrik Wüst zu, dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen. Für 23% der eigenen Anhänger ist CDU-Chef Friedrich Merz der aussichtsreichste Kandidat. Abgeschlagen Daniel Günther, Ministerpräsident in Schleswig-Holstein. 5% Zustimmung. So wie die Unionsanhänger sehen das mehr oder weniger auch alle Befragten. Ein Thema steht für die Deutschen ganz weit oben: Flucht, Asyl und Migration. Kann Deutschland die vielen Flüchtlinge, die aus Krisengebieten zu uns kommen, verkraften? Ein Drittel sagt ja, 2 Drittel meinen nein. Im Vergleich zum März dieses Jahres hat sich die Stimmung deutlich gewandelt. Eine knappe Mehrheit sagte damals ja, Deutschland verkraftet das. Die Bundesregierung plant Maßnahmen, um abgelehnte Asylbewerber leichter abschieben zu können. Die Mehrheit der Befragten glaubt allerdings nicht, dass es dadurch zu deutlich mehr Rückführungen kommen wird. Dass Flüchtlinge und Asylbewerber bei uns in Zukunft schneller eine Arbeitserlaubnis bekommen, finden fast alle Befragten gut. Wohl auch angesichts der vielen offenen Stellen im Land. Zum Schluss ein Blick in den Nahen Osten und auf die Folgen des beispiellosen Terrorangriffs der Hamas. Die israelische Führung will die Hamas so schwächen, dass von ihr keine Gefahr mehr für Israel ausgeht. Kann das gelingen? 18% meinen ja. Gut 2 Drittel glauben nicht, dass das Israel gelingen wird. Hoffen wir, dass die Krisendiplomatie
an der sich auch die deutsche Regierung intensiv beteiligt, Eskalationen und weiteres Leid verhindern kann. Das war unser Bericht über die Stimmung im Land. Die Grafiken und alle Informationen zu unseren Umfragen finden Sie wie immer im ZDF-Text ab Seite 165, in der ZDF-Heute-App und auf zdfheute.de. Wie die repräsentativen Umfragen der Forschungsgruppe Wahlen zustande kommen, Informationen zur Methodik und zu den Qualitätsstandards finden Sie unter politbarometer.zdf.de. Vielen Dank für Ihr Interesse. Das nächste Politbarometer gibt es dann am 10. November. Hier folgt jetzt das Wetter. Danach geht's weiter mit der Heute-Show. Einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Guten Abend. Das Tief, das für den kräftigen Wind an der Küste verantwortlich war, hat inzwischen hier schon die Nordsee erreicht. Aber jetzt kommt ein weiteres Tief hinterher. Das bringt noch mal kräftigen Regen mit. Sie sehen aber auch, wie der heftige Wind sich nach Norden verabschiedet und immer mehr verschwindet. Heute Abend und in der ersten Nachthälfte allerdings haben wir es noch mit orkanartigen Böen um 110 Kilometer pro Stunde an den Küsten von Nord- und Ostsee zu tun. Und das führt dazu, dass das Ostseewasser nach Westen gedrückt wird. An den Ostküsten hier also gibt es ein Sturmhochwasser. In Flensburg kann das Wasser 2 Meter über dem üblichen Wasserstand auflaufen. An der Nordsee gibt es dagegen eher Niedrigwasser. Außer viel Wind gibt es in dieser Nacht eben auch viel Regen. Hier im Süden und Südosten ist es zum Teil auch klar, da bildet sich mal Nebel und die Temperaturen sinken auf 12 bis 4 Grad. Morgen liegen die Höchsttemperaturen bei 12 bis 20 Grad und besonders im Nordosten wird es deutlich milder als noch heute. Der Regen der Nacht zieht morgen weiter nordwärts, dann wechseln Sonne und Wolken freundlich miteinander ab. Der Wind ist längst nicht mehr so kräftig, er kommt aus südwestlichen Richtungen. Und noch eine Spur freundlicher wird dann der Sonntag bei Höchsttemperaturen von 10 bis 18 Grad. Und die neue Woche startet recht freundlich, zur Wochenmitte wird es dann wechselhafter und es bleibt für dann bald Ende Oktober ausgesprochen mild. Schönes Wochenende.